Wenn man den letzten Satz von Annette halt nimmt und die Politik ist dort gefordert, ich denke, dann setzt dieser Vortrag vielleicht an dieser Stelle mit an, weil er eben nochmal die manche Probleme versucht aufzuzeigen, die sich dort in der Praxis doch zeigen. Andererseits hat Annette eben auch manches schon dargestellt, was eigentlich notwendig wäre und was halt auch in Best-Practice-Empfehlungen in den letzten Jahren Eingang gefunden hat. Und wenn man dort eben einmal organisatorisch guckt, was die Nachuntersuchungsstellen angeht, auch dazu hat es Empfehlungen gegeben zu den verschiedenen Verfahren. Eine Reihe sind gerade angesprochen worden, hat es Empfehlungen gegeben, Empfehlungen auch bezüglich der interdisziplinären Zusammenarbeit. Und die Frage ist halt, wie weit hat sich das umsetzen lassen? Insbesondere diese Empfehlungen, die halt hier in Deutschland auch mit entstanden sind, wenn man halt hier in diesen unteren Bereich halt hineinguckt, dann haben wir halt teilweise Empfehlungen zu der Hörgeräteversorgung, die hier auf das Jahr 2002 halt zurückgehen. Wir haben dann eine Reihe von Empfehlungen 2009, 2011, die halt nach der Einführung des neugeborenen Hörscreenings entstanden sind. Und diese Empfehlungen basieren halt auf Papieren, die es gerade im angloamerikanischen Bereich, wenn man hier die visuelle Ablenkaudiometrie nimmt, halt selbst aus den 70er, 90er Jahren, dann auch noch mal vor dem Hintergrund des Hörscreenings halt zusammengefasst hier 2005 halt erstellt worden sind. Oder wenn man an die BERA-Empfehlungen denkt und überhaupt Diagnostikempfehlungen denkt, AAA und ASHA eben 2003, 2004. Es ist eigentlich nichts wirklich neu erfunden worden, sondern versucht worden, an den deutschen Bedarf eben zu adaptieren und das Ganze eben auch in die deutsche Sprache zu bringen. Ebenfalls sehr gut aussagekräftig und sehr detaillierte Best-Practice-Empfehlungen sind in England entwickelt worden, nachdem dort das Neugeborenen-Hörscreening eingeführt worden ist und auch eben sehr schön weiterentwickelt worden über die letzten Jahre. Und heutzutage finden die sich halt auf der Website der British Society of Audiology. In Deutschland eines der letzten Papiere, die dann eben auch hier sowohl Qualitätssicherung mit beinhaltet und eben auch Fortbildung und Weiterbildung mit beinhaltet, ein Papier aus dem Bereich der hörgeschädigten Pädagogen. Wenn man jetzt nochmal so diese verschiedenen Themenbereiche, die ich hier vorher gezeigt hatte, einmal anspricht und mal so einen kleinen kritischen Blick dorthin wirft, wir haben über Hochfrequenztympanometrie heute schon gehört. Wir haben über die Notwendigkeit Kontroll-AABR gehört. Und was eben vielfach stattfindet, ist eben, dass in der Praxis eine normale BERA steht, die aber wieder viel mehr Interpretation bedarf und die halt auch schneller mal zu Fehleinschätzungen. Also insoweit ist nicht einfach eine automatisierte BERA in einer weniger erfahrenen Stelle ersetzbar mit dem BERA-Gerät, wo ich vielleicht sonst bei Erwachsenen eine Latenzkurven, also Latenzwerte halt messe und aber ansonsten nie eine Schwellen-BERA halt mache. Oder den Punkt der frequenzspezifischen BERA. Und wie sind solche Karten halt zustande gekommen? Selbstauskünfte der Ärzte. Und wenn man da eben sagt, so über 300 Nachuntersuchungsstellen der Stufe 2, ich glaube, so viele Geräte für frequenzspezifische BERA gibt es in ganz Deutschland überhaupt gar nicht. Die Frage ist halt, die Fachgesellschaften haben es übernommen, das zu kontrollieren und diese Qualität auch sicherzustellen. Bloß an der Stelle sind wir, glaube ich, über den guten Willen der Beteiligten, was anzubieten, wo die Patienten sich dran orientieren können, nicht wirklich hinausgekommen. Angesprochen hier 1000-Hertz-Tympanometrie Mittelohr. Sicherlich auch ein Bereich, der bei den Babys nach dem neugeborenen Hörscreening deutlich unterschätzt wird als Problematik. Man kann davon ausgehen, dass bis zu einem Drittel in diesen ersten drei Lebensmonaten
Paukenergüsse, Mittelohrbelüftungsstörungen haben. Und je besser das Hörscreening ist, also aus technischer und organisatorischer Art, umso mehr Kinder werden in diesen auffälligen Kindern des neugeborenen Hörscreenings auch deshalb auffällig sein, weil sie Mittelohrprobleme haben. Und dann gibt es wiederum Studien, die zeigen, dass diese Kinder, die halt sehr früh Mittelohrprobleme haben, in bis zu 50% der Fälle das auch in den nächsten Monaten haben werden. Also Mittelohrprobleme als diagnostisches Problem ist eine häufige Sache, wo wir aber erhebliche Schwierigkeiten haben, dem auch wirklich gerecht zu werden, weil 226 Hertz Tympanometrie ist halt nicht aussagekräftig. Inspektion bei den engen Gehörgängen, bei dem flachen Winkel des Trommelfells häufig schwierig. Und wie viele Leute machen in Deutschland wirklich 1000 Hertz Tympanometrie konsequent? Wie viele haben sich schon mal einen Blick in Richtung Mehrfrequenz- oder Breitbandtympanometrie, was jetzt schon vor der Tür steht, geworfen und beziehen das halt in ihre Diagnostik ein? Und ich muss eben auch eine Schallleitungsschwierigkeit feststellen können. Also Frage Knochenleitungsbehrer, wie viele Stellen in Deutschland machen bei Babys regelmäßig Knochenleitungsbehrers, um eben auch auf diesem Wege Schallleitungskomponenten besser absichern zu können. Im Bereich der objektiven Verfahren, otoakustische Emissionen, aber insbesondere im Bereich der Bearer ist es gelungen, über Berufsgruppen hinweg Konsens zu erreichen, was eben hier, Annette sagte es schon gerade, die Klickbearer alleine ist nicht ausreichend. Ich brauche eine Aussage im Hochton- und im Tieftonbereich, wenigstens zwei Eckpunkte, um eben darauf auch eine Hörgeräteversorgung aufbauen zu können. Aber es nutzt eben nicht nur einen Wert irgendwie in die Landschaft zu schmeißen, sondern der muss auch so aufbereitet sein, dass der Nachfolger damit wirklich etwas anfangen kann. Darauf haben sich sowohl die DGPP als auch die AGERA für die Deutsche HNO-Gesellschaft geeinigt und die Papiere sind miteinander gut abgestimmt worden. Trotzdem bleibt es so, dass mit den zur Verfügung stehenden Verfahren, und da ist gerade in Deutschland die Vielfalt eher größer als in anderen Ländern, die sich eher auf ein Verfahren konzentriert haben und dann auch dafür eher in der Lage waren, Korrekturfaktoren für alle herauszugeben, dass halt in Deutschland jeder mit seinem Verfahren gucken muss, wie nah kommt er wirklich an die Hörschwelle heran. Manches ist besser geworden mit dem CHIRP, dass man eben näher rankommt, dass man weniger Korrekturen anbringen muss. Trotzdem, für in der Bearer, in der Schwellenbearer bei diesen Babys mit den frequenzspezifischen Verfahren steckt sehr viel Erfahrung und Know-how drin, was nicht mal eben so transportierbar ist. Und wenn man dann eben an die anderen Bereiche, Mittelohrbelüftungsprobleme, Knochenleitungsbearer, auditorische Synaptopathie, Neuropathie und dergleichen denkt, dann wird das Ganze eben damit noch komplexer. Und hier eben auch nochmal das Bild, was ich von Herrn Hoth immer mitgenommen habe. Glühwürmchen findet man halt nicht im Sonnenschein und so findet man eben auch Bearer-Potenziale in Hörschwellennähe, nicht bei unruhigen und wachen Kindern, schlecht sitzenden Elektroden, lauter Umgebung oder elektrischen Störungen. Aber diese notwendigen Bedingungen wirklich zu schaffen, ist eben auch aus meiner Sicht in den letzten Monaten und Jahren eher schwieriger geworden. Spontanschlaf oder melatonininduzierter Spontanschlaf, wenn das klappt, ist das prima. Trotzdem sind die Zeiten, die einem zur Verfügung stehen, häufig relativ kurz und man muss mit viel Erfahrung zeitökonomisch arbeiten und kann dann gar nicht immer alle Qualitätskriterien einhalten. Das, was wir lange Zeit halt auch selber benutzt haben, Chloralhydrat, wenn wir halt dann nicht weitergekommen sind, ist in Deutschland kaum noch durchzuhalten, weil eben die Anästhesisten sich auch da vorstellen und sagen, da ist ein Risikobereich und wir lehnen das ab. Und so musste ich auch dort einen Schritt zurück machen. Und wir stehen jetzt eben vor dem Punkt, dass das nur noch mit anästhesistischer Überwachung quasi in Narkose möglich ist und die Akzeptanz der Eltern, wenn das nicht mit einem operativen Eingriff verbunden ist, ist deutlich schwieriger.
Wenn man es mit einem operativen Eingriff verbinden will oder mit Narkose verbinden will, haben mir die niedergelassenen Kollegen berichtet, kommen sie in noch ganz andere Probleme hinein, weil derjenige, der nur eine Bera in Narkose machen will, steht auf einmal da und kann das nicht mehr abrechnen. Der Narkosearzt kann die Narkose nicht abrechnen, weil dort kein operativer Eingriff dagegen steht. Und der Kollege, der halt vielleicht noch eine Paukendrainage machen will, der kann eben als Operateur die Bera nicht abrechnen, weil er die neben dem Paukenröhrchen nicht abrechnen kann. Auch ein absurdes System, also viele Kleinigkeiten, die es einfach schwierig machen, überhaupt Bedingungen zu schaffen, unter denen die notwendigen Qualitätskriterien einzuhalten sind. Ein Bereich, den wir auch in Deutschland uns bisher nicht haben zuwenden können, ist das Qualitätsmanagement im Bereich der Bera. Wir haben uns wohl auf das Prozedere geeinigt, aber wie halt Erfahrungen in England zeigen, ist die Qualität der Auswertungen häufig unzureichend. Und auch zwischen erfahrenen Zentren gibt es nicht unerhebliche Diskrepanzen. Und hier wäre es einfach notwendig, dass es einen Abgleich, einen Erfahrungsaustausch selbst unter den Experten gibt, dass wir auch verbindliche Kriterien für die Auswertung der Bera halt festlegen, dass halt weniger erfahrene Untersucher die Möglichkeit haben eines Mentoring, dass jemand da ist, der sie begleitet, dass sie überhaupt Erfahrung aufbauen können und dass dann eben auch ein Qualitätsmanagement da ist, was eben kontrolliert oder eben überprüft, ob diese Qualität überhaupt erreicht wird und ob so ein Zentrum wirklich in der Lage ist, bei den Babys eine verlässliche Bera und ein verlässliches Ergebnis zu ermitteln. Annette hat gerade auch auf die subjektiven Verfahren hingewiesen und im Bereich des ersten halben Lebensjahres ist es halt mehr eine Plausibilitätskontrolle mit der Beobachtungsaudiometrie. Wenn wir dann an konditionierte Reaktionen, diese Plausibilitätskontrolle ist trotzdem wichtig, um eben nochmal im Vergleich mit den anderen Ergebnissen zu gucken, passt das Ganze? Wenn ich hier schlechte Bera-Werte habe, was ja zum Beispiel auch im Rahmen einer auditorischen Neuropathie sein kann, und ich habe aber deutlich bessere Reaktionen, dann kann ich mich nicht rein an den Bera-Werten festhalten und dem Kind ein hochverstärkendes Hörgerät auf die Ohren setzen. Auch dort bleibt der subjektive Bereich ein wichtiger Punkt, auch wenn ich halt dort im ersten Lebenshalbjahr subjektiv nicht eine Hörschwelle bestimmen kann. Andererseits, Annette hat es gerade gesagt, man kann im zweiten Lebenshalbjahr mit visueller Ablenkaudiometrie hörschwellennahe Werte ermitteln. Ob das jetzt immer mit 5 Monaten schon so geht, das ist sicherlich so ganz der unterste Altersgruppe. Aber ab 7, 8 Monate geht es immer besser und ab 18 Monate lässt bei einem normal entwickelten Kind häufig das Interesse schon wieder nach. Aber wer macht Hörschwellen in Deutschland mit konsequenter visueller Ablenkung im zweiten Lebenshalbjahr? Ich denke, das sind wenige und das geht so weit, dass eben selbst das Equipment, wir haben allmählich ein paar Anbieter, die halt Videosysteme anbieten, die das ermöglichen, aber so Figuren, die sich bewegen hinter einer Rauchglasscheibe, sind in Deutschland bis auf, naja, 1,5 Anbieter und der eine bietet halt eine Box, wo eine Figur drin ist, was meiner Ansicht nach unzureichend ist, überhaupt auf dem deutschen Markt an. Und sonst haben wir dort allein vom Equipment kaum einen Anbieter, der das überhaupt möglich macht. Zur technischen Versorgung hat Annette ein paar Sachen gesagt und dass die Verifikation nochmal erklärt. Gerade weil wir halt in den ersten Lebensmonaten zur subjektiven Validierung nur eine Plausibilitätskontrolle und keine richtige messtechnische subjektive Kontrollmöglichkeit haben. Deshalb sind wir auf die objektive Verifikation angewiesen, also Perzentilenmessung, SPLogramm,
Es stimmt, es haben immer mehr Hörgeräteakustiker die notwendigen Gerätschaften in ihren Geschäften vorhanden. Aber wie viele Leute machen wirklich konsequent mit diesen Methoden auch die Überprüfung? Warum haben diese Methoden bis heute nicht in die Kassenverträge Eingang gefunden, dass eine Abgabe ohne den Nachweis von Hörbarkeit im Rahmen eines SPL-Logramms und einer Perzentilenmessung gar nicht mehr möglich ist? Das ist nicht nachvollziehbar. Im Bereich Hören und Kommunikation oder Förderung, Frühförderung, es gibt viele, die dort mit Engagement dabei sind. Trotzdem, es gibt auch weiterhin Schwachstellen. Angebot in den Ferien, weil die Sache meistens an Schulen gekoppelt ist. Es ist weiterhin so, dass es Bundesländer gibt, die bei weitem selbst eine einmal wöchentliche Förderung der Neugeborenen, also der Babys im ersten Lebensjahr nicht sicherstellen können, die halt dort, die Familien, die da neu mit ihrem Hörgerät stehen. Es sind auch erhebliche Anforderungen, die an den Frühförderer dort gestellt werden, weil er derjenige ist, der halt wirklich am regelmäßigsten, am häufigsten mit der Familie konfrontiert sind. Und die Fragen des interdisziplinären Austausches und der Kooperation treffen natürlich nicht nur die Pädagogen oder die Therapeuten, sondern natürlich alle, die an diesem Gesamtprozess halt beteiligt sind. Und es gibt halt ein paar Papiere, wie hier halt hier diese Practices of Family-Centered Early Intervention, die halt in Bad Ischl entstanden sind, also im deutschsprachigen Raum entstanden sind, aber an denen halt sehr wenige Deutsche überhaupt beteiligt gewesen sind. Wir haben also eine ganze Reihe von Empfehlungen, vielfach interdisziplinär und mit den Fachverbänden konsentiert, die sich orientieren an internationalen Empfehlungen, die schon seit vielen Jahren, also häufig deutlich länger, diese Leitlinien veröffentlicht haben. Also das ist nicht aus dem blauen Dunst gekommen, sondern die orientieren sich an eingeführten und bewährten Praktiken. Und ich danke halt vielen Kollegen, die auch gerade hier im Raum sind, die mit dazu beigetragen haben, dass diese deutschen Empfehlungen zusammengekommen sind und eben auch in Deutschland verabschiedet worden sind und die halt in ihrem Bereich auch sich um die Umsetzung dieser Methoden bemühen. Und da predigen man halt hier wieder eigentlich dem Kreis der Wissenden. Und die Frage ist halt, wie kriegt man es hin, dass die anderen, die halt außerhalb dieses Kreises hier sich befinden, halt nicht dort stehen und als ärztliche, audiologische Kollegen vor dem Hintergrund von organisatorischen und finanziellen Begrenzungen halt Probleme haben, die Konsensempfehlungen dann überhaupt in der Praxis umzusetzen. Oder wie Annette es angesprochen hat, die Akustiker, die mit ungenügenden diagnostischen Daten dastehen und darauf aufbauend eine Hörgeräteanpassung machen sollen, aber andererseits auch selber mangels Erfahrung und Einbindung in entsprechende Netzwerke vielfach gar nicht richtig in der Lage sind, auch wenn sie mal irgendwo einen Kurs besucht haben, die Möglichkeiten der Hörgeräte für das Kind voll auszunutzen. Und die Eltern, die halt dann schnell auch zwischen die beteiligten Berufsgruppen fallen können und denen halt selbst in der Bundesrepublik eben nicht eine einmal wöchentliche Fördereinheit überhaupt garantiert werden kann. Und auch da kann man sich fragen, ob das überhaupt ausreichend ist. Es fehlt ein verbindliches Qualitätsmanagement, einschließlich Kontrollen, Akkreditierungen, Zertifizierungen, sodass man wirklich nachweisen kann, dass die Stellen, die es eigentlich machen sollen und machen wollen, auch in der Lage sind, es ausreichend zu machen. Und natürlich auch die Rahmenbedingungen, und da wären wir wieder bei der Politik halt angekommen. Die Versorgung von diesen jungen Kindern ist eine Herausforderung, auch das muss man, denke ich, nochmal sagen, und wir berichten halt davon, was alles notwendig wäre, aber auch für erfahrene Leute ist das eine Herausforderung. Und die Frage ist halt, wie weit ist es überhaupt möglich, das in die Breite zu tragen, oder inwieweit brauchen wir nicht auch Zentren, wo vielleicht sogar unter einem Dach so etwas angeboten werden kann,
Und ein paar Beispiele, wenn man sich in Europa umguckt, gibt es dazu auch, wo das doch aufeinander abgestimmter halt möglich ist. Und ich möchte halt abschließen mit diesem Bild auch eines Projektes in Hamburg, was viele Jahre gebraucht hat und wo man auch lange Zeit gedacht hat, das wird nie was. Und was jetzt halt man zumindest hoffen kann, dass in einem Jahr wirklich Eröffnung sein wird, der Elbphilharmonie. Und von der Seite wünsche ich und hoffe für uns, dass auch wir Wege finden in dieser sehr komplexen Materie, wo so viele Berufsgruppen dran beteiligt sind, Lösungen zu finden, sodass wir eine bessere Umsetzung in der Praxis erreichen können. Vielen Dank.